Wir wünschen euch einen runden Tisch, mittendrin gebackenen Fisch, Hefe und Triebe, ein Gläschen Wein, das soll euer Neujahr sein. Ich habe mich diese Nacht besonnen, was heute für ein Tag wird kommen. Heute ist der achte Tag, dass Jesuskind geboren war. Und das ist wahr, und das ist wahr. Das wünsche ich euch zum neuen Jahr. Ich fange mit dem schönen Brauch von früher an, das Neujahr anwünschen. Es war etwas Besonderes für die Erwachsenen und auch für die Kinder. Die Erwachsenen waren manchmal den ganzen Tag unterwegs, angefangen bei den Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln und so weiter. In einem schönen Vers wurde ein frohes neues Jahr gewünscht. Es folgte ein Beisammensein am üppigen gedeckten Tisch mit vielen Erzählungen. Man war lustig und fröhlich. Für die Kinder war es Pflicht, mit einem anständigen Neujahrswunsch die Eltern und die Großeltern ein frohes neues Jahr zu wünschen. Für Kinder gab es Geschenke, meistens in Form eines Geldscheins. Neujahrswünsche, so wie sie erzählt waren unter dem Dorf, in unserer Muttersprache. Dann gibt es noch was, was den Kindern sehr gefallen hat. Wir wünschen euch ein Loch ins Haus. Gebt mir euren Geldsack raus. Ich wünsche ein Glück. Gebt mir einen Rubelstick. Lasst mich nicht so lange stehen. Ich will ein Häuschen weitergehen. Wir wünschen euch einen runden Tisch, mittendrin gebackene Fisch, Hefe und Triebe, ein Gläschen Wein, das soll euer Neujahr sein. Ich habe mich diese Nacht besonnen, was heute für ein Tag wird kommen. Heute ist der achte Tag, dass Jesuskind geboren war, und das ist wahr, und das ist wahr. Das wünsche ich euch zum neuen Jahr.